Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Sitzt jetzt da wieder schön draußen an meiner Terrasse. Es ist 14.15 Uhr. Und jetzt ist gerade ein Paket eingetroffen. Ich schwenke mal um. So schaut es aus. Tefal. Und das werde ich jetzt auspacken. Keine Angst, das Video wird nicht zu lange. Ich packe das jetzt dann aus, aber ohne euch. Ich wollte es euch bloß zeigen, dass es noch original verpackt ist. Und das ist ein Tefal Optik Grill. Wem es interessiert, fliege da. XLGC, wie hast du aufgeschrieben? 722D Kontaktgrill. Und die Grillfläche ist 40 x 20 cm Schwarz-Edelstahl. Ja, warum? Da draußen ganz nämlich die Straße, neue Straßenbelag drauf. Und da geht es natürlich jetzt zu. Komisch, immer wenn du filmst, ist was. Ja, warum bin ich auf den Optikgrill gekommen? Optikgrill gekommen, so. Bringe mal wieder alles durcheinander. Aber ich fange jetzt nicht nur mit von vorne an. So. Und warum bin ich da drauf gekommen? Ich habe da so viel auf YouTube Sachen gesehen, was man da damit machen kann. Und das hat mich so fasziniert. Dann hatte ich schon mal die erste Startschwierigkeit. Oder lieber Facebook-Kollege oder Freund mir eine Adresse gesagt, wo ich den bestellen kann. Ja, war super, für 100 Euro. Und dann habe ich da recherchiert. Gott sei Dank habe ich da nichts überwiesen gehabt. Weil das war eine Fake-Seite. Also bevor ihr jetzt irgendwas Teures bestellt, schaut lieber mal nach auf Google. Fake-Seite und die Firma, wo ich das vertreibt oder verkauft. Nur so als kleiner Tipp. Und jetzt habe ich zahlt 139 und noch was, ich weiß es nicht mehr genau, so den Centbetrag statt 100. Natürlich sind es jetzt 40 Euro mehr, aber du kriegst wenigstens deine Ware. Und das ist das, was ich noch sagen wollte. Also immer aufpassen. Ja, ich packe jetzt das Teil dabei aus, stelle das dann da ab auf den Tisch. Ich werde da nicht weiterhin drauf eingehen, wie viel Wartung dies und jenes. Schaut es mal nach bei. Entweder ihr googelt es noch, wenn es euch interessiert, oder ihr schaut auf YouTube nach. Wie gesagt, da muss ich auch nicht nur meinen Senf dazugeben, die anderen kennen das viel besser. Ich will euch bloß zeigen, dass ich mir den besorgt habe. Und ich freue mich schon auf die ersten Grillergebnisse. Also man kann da sehr gute Sachen noch machen. Ich werde mir da noch die, ich weiß nicht, wie man das nennt, Bretterpfanne oder so. Keine Ahnung jetzt, wo man damit einsetzen kann, werde ich noch besorgen. Die kostet glaube ich auch so um die 80 Euro rum. Und da kann man drin alles Mögliche machen. Schichtfleisch zum Beispiel jetzt. Hühnchen und und. Aber wie gesagt, schaut es mal selber nach, wenn es euch interessiert auf YouTube. Und da gibt es ganz gute Sachen. Ich habe da jetzt zwar da rechts über mir meinen Urban Pro Grill. Bin ich natürlich immer noch sehr zufrieden damit, um Gottes Willen, mit Gas. Und der Tefal Optik Grill wird mit Strom betrieben. Aber das seht ihr ja, damit ihr selber mal da nachforschen macht. Ich packe jetzt das Teil mal aus und dann zeige ich es euch mal von der Nähe, wie das so ausschaut. Ich freue mich schon wahnsinnig. Kann man gute Sachen kriegen drauf. Bis später.
So, ich habe jetzt den ausgepackt. So schaut der aus. Mache jetzt das mit einer Hand, mit der anderen Hand halte ich jetzt das Handy. Wie gesagt, das kann man dann runter machen und kann man so einen Aufsatz mit reinmachen. Und so schaut der aus. Geöffnet der Tefal Opti-Grill. Wie gesagt, da auf der rechten Seite hier habe ich meinen anderen Grill. Dann gibt es das noch dazu, Bedienungsanleitung, Rezeptbuch, Rezepte und ja, jetzt habe ich eh genügend Zeit. Da werde ich jetzt mal das einmal da studieren. Hier habe ich gerade was vergessen. Das ist das Fettauffangschale, kommt dann hier auch noch mit dran. Ja, und so schaut es jetzt aus, meine lieben YouTube-Freunde. Da lasse ich mich jetzt mal überraschen. Mal schauen, was ich damit alles grille. Das geht halt alles viel schneller, weil mein anderen Grill musste halt immer wenden und so, und da geht halt das alles auf einen Aufwasch. Wie gesagt, ich lasse mich jetzt da mal überraschen. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, wie gesagt, da ist noch so ein Rezeptbüchel dabei und Chicken Wings, Butter Sauce. Also sind schon etliche Rezepte dabei. Ich tue mir da mal kurz was durchblättern. Sweet Chili, Pork Cops. Also recht interessant. Klassisch ausgemachter Hamburger. Ich zeige es euch einmal bloß einmal ganz kurz einmal schnell. Was jetzt mir so auf die Schnelle gefällt, zeige ich euch gegrillte Enten. Ente, Entrecote, oder wie man das sagt, Enten, Entrecote, Code, keine Ahnung, wird nicht rausgeschnitten, alles original. Würstchen, wie gesagt, alles kann man damit machen. Also bin da schon wirklich sehr gespannt. Und wie gesagt, wenn ich was wissen will, schaue ich bloß auf YouTube rein, auf die Grill. Rezepte und da stehen dann so wieder und das ist der Wahnsinn, was da mit dem Gerät alles machen kostet. Aber wie gesagt, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt werde ich mir das mal in Ruhe durchlesen da. Brrrt. Ja gut, mehr gibt es auf Französisch, Deutsch und so, aber das ist eh nicht so viel. Dann habe ich da noch, jetzt habe ich was runtergeschaut, ob da was fehlt. Wenn da was abgeht vielleicht, dann kann man da wieder so Ringe hinmachen auf den Opti-Grill hier. Ist auch blöd, wahrscheinlich wird das öfters verloren gehen. Aber lassen wir es mal überraschen. Wie gesagt, ich lese jetzt einmal das einmal alles durch. Da ist so Bedienungsanleitung dabei. Jetzt habe ich ja genügend Zeit, sprich, ich habe über 3,5 Wochen Urlaub. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, das war es jetzt dann schon wieder. Schauen wir mal, wenn ich was mache, lasse ich euch mal dabei haben. Vielleicht beim ersten Mal nicht, da gibt bestimmt was in die Hosen, aber ist ja egal, oder soll ich beim ersten Mal dabei haben lassen? Müsst ihr das bloß einmal sagen, dann nehme ich euch gerne mit. Dann war es schon wieder, bis zum nächsten Mal, euer Albert und wie immer, bleibt gesund, pfiat euch.